Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Bastion auf Deutsch, das Ganze blind. Ich habe letztes Mal zwei kürzere Folgen gemacht, weil ich weg war und so ja ein paar Folgen auf Vorhalt machen musste. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ich will das Ganze mal mit Controller probieren. Man sieht es hier schon, ich habe hier meinen Controller angeschlossen. Das sind jetzt so die Standardeinstellungen für den Xbox-Controller. Wie ich damit jetzt zurechtkomme, ist eine andere Frage. Oh, ich sehe am Speicherpunkt, ich habe letztes Mal nicht den Kern. Doch, den Kern habe ich eingesetzt, aber ich habe vergessen, weil das hier ein automatisches Speichersystem ist, habe ich vergessen, nochmal so weit zu spielen, dass ich wieder an der gleichen Stelle bin. Egal, wir machen das schnell. Ich baue hier einen Schrein hin. Was da drin war, war nicht so interessant. Aus diesem Grund. Au! Gehe ich mal wieder mich auf den Skyway begeben. Ja, ein bisschen doppeldeutig. Langstenfluss, kerngeortet. Und der Schrottplatz, Übungsgelände für unseren Hammer. Der Rest ist jetzt nur hier Übungsgelände. Deshalb gehe ich mal den Kern holen, hoffe ich. Mal sehen. Werden wir sehen. Man weiß es nicht. The Langston River flowed free and wild. Till the calamity drank it all up. Ooh, was ist das denn? Maybe all that water just grew wings and flew off. Das ist ein bisschen ungewohnt, die Steuerung erstmal. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich erhoffe mir, dass es besser geht, weil ich jetzt hier nicht mehr die Maus zum Zielen auch benutzen muss. Das heißt, ich laufe jetzt wirklich nur in die Richtung, die ich auch wirklich will. Und schlag da auch nur, was ich wirklich will. Bleibst du bei mir? Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. Jetzt habe ich mich geheilt. She'll send some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nelly knows the way to the coast. Oh, wow, 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 wow. Maybe she can slip right past all the glamour on the coast. Or maybe not. A security skiff pulls up portside. Nelly's just another windbag to those guns. Coole Ecke hier. Just then, the windbags notice who she's sailing with. They're pretty steamed about what happened at Cinderbrick. Ja, ich krieg das gerade alles gar nicht hier so mit, weil ich auch ein bisschen aufpassen muss, was ich hier mache. Ich hoffe jetzt mal, ja, ich krieg das gut. Das war ein bisschen zu spät. War ein bisschen ungewohnt, die Steuerung. Oh. Sie probieren mich auszumachen, ja, ich merk's. Hey, das hab ich doch gar nicht treffen können. Well, Weepin' Nelly tries harder. Wir probieren. Try, she might mehr. Know. She hits a snag. Ja, ja. Boom. Kids gotta help her get untangled. Favors for favors. Favors for favors. Ja. Stimmt wohl. Ui, da haben wir ja wieder einen kleinen süßen. Boop. Ich hoffe, ich schlage mich jetzt ein bisschen besser bei der ganzen Aktion hier. Ich glaube, ich sollte da mal ein Messer hinwerfen. Oh, das ist so fies. Aber ich habe a good spot for a break. The core is right there. The core is right there. Au! Das war schon wieder der falsche Knopf. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Das hier unten drunter soll angeblich auch Wasser sein. Ist, glaube ich, ja noch nicht so ganz. Hier haben wir das Waffenlager. Blechmuskete. Nehmen wir hier was anderes? Das ist eine gute Frage. Nee, die Tretmine bleibt. Wollen wir doch mal gucken, was wir hier so finden. Ab, alle. Da haben wir ihn in die
die Luft gejagt. Then the kid hears an unusual sound, like a hundred flapping wings. Peckers. When? David Schwarzschnitzel ist ganz gut dagegen. Bild ich mir zumindest ein. Boom. They had their own eyes on the core. But why? Well, kid ain't got time to think it over just yet. Nee, wir haben keine Zeit drüber nachzudenken. Aua. Ist doch ungewohnt, doch ungewohnt. Sehr ungewohnt. Aua. Kann ich die nicht? Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. Special surprise when the waters get rough. She's gonna need a little help with all them pickers. Jetzt hab ich hier auch noch. Things think they're king of the roost now. Ja, klar. Rest of us only wish we could fly in times like these. Ich hab Verbündete, ich hab Verbündete. Zum ersten Mal, glaube ich. Hup, hup. Ja, schießt mich doch nicht ab, ey. Schlau seid ihr ja nicht unbedingt. Securities gifts keep on coming starboard side. Don't seem to care what they shoot, as long as they hit something. Au! Au! Na toll. Das klappt ja super hier. They aim to smash with Benelli splinters. Aber kid boards one of them skiffs like some kind of Ceylonian privateer. Jetzt bin ich runtergefahren. Leute, Leute. Das ist nicht. Jetzt wird's aber schnell hier. Breath. Oh. Ellie gets the kid to solid ground. Solid ground in Pecker Country. Pecker Country. Also noch mehr gehen. Pecker's appetites. Appetites. Noch mehr Gegner. Das freut mich. Glaube ich. Sowas wie ein Boss-Gegner. Whoa! Whoa! Hallo! Might be they want it just as much as a kid. Zeichen ist ja bei den Kids shooting off, knowing they'll be back. Know how many times kid nearly fell off the barge back there? 4 times. Hast eine Öffnung. Haben wir hier alles? Na, das war jetzt nicht so schwer mit der Flinte. Ich benutze die Flinte jetzt einfach nur für alles. Den Baum kann ich nicht fällen. Meino. Da hinten sind noch mal so 3-4 Sachen und dann geht's auch schon weiter. Öffnen. Listen close. You should remember this next part. Ja, wo geht denn jetzt die Öffnung hin? Mein lieber Freund. Why go to Prosper Bluff? Das sieht aber böse aus. Ja, ich höre sie doch schon wieder. Used to take an enterprising man. Or a plain old fool to venture out that far. Streitet euch nur. Ach, die mögen mich jetzt, oder was? Wusste ich ja auch noch nicht. Ja, dann hab mich halt lieb. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. Los, öffne mich. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. Was hier los? And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? Das macht Spaß. Was haben wir denn hier? There, the kid hears something he ain't heard in a long while. Töne aus längst vergangenen Tagen. Umschalten. How's it go again? Da zur Luftbrücke. Oh. So viel dazu. Boom. Ach, der mag mich jetzt wieder nicht, yeah, oder was? That's the one.
Wow. Siehst du das? Kommst du zurück? Ich hab doch abgewehrt. Die Verrückten. Hier geht's aber nicht weiter. Hier geht's so hier unten lang. What? Ist aber schöne Musik. Ich glaube, ich lasse das im Hintergrund mal ein bisschen wirken. Ach, doof. Schöne Musik. Groovy. Komm her. Das ist ja fast beruhigend. Schöne Musik. Ich hab ganz vergessen, dass ich meine primäre Waffe auch benutzen kann. Ja, schon wieder so einer. Au! Nein! Schweine. Oh, 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 oh. Das wollen wir doch jetzt gar nicht zulassen. Na komm, geh kaputt, geh kaputt. Kommt her. Kommt her. Nun kommt doch her. Ich kann nicht ewig auf euch warten. Klingt wie abgeschossene Hühner. Und umschalten. Geht's hier irgendwo lang? Ja, da ist doch was. Den hat's wohl zerrissen. Mich aber auch. Idyllisch. Ich mag die Waffe. Waffe, die ich bisher überhaupt gekriegt habe. Kack! Kack! Was ist das hier? Da geht's auch nicht weiter. Kack! Ah, interessant. Ah, der Hunde. Ach, geht doch. Ich weiß zwar nicht, was ich gerade frei... Ach, da habe ich freigeschaltet. Aber was war denn hier unten noch? Ich bin ganz verwirrt. Hier war doch auch ein Schalter. Genau. Schieße ich hier noch die komischen Raben ab. Für mich sind... Was war das denn? Komm her! Komm nicht. Pupf. Das war vorher auch noch nicht offen. Okay. Das war also nur ein Extra. Idyllisch. Ich bleibe jetzt mal in der Ecke hängen. Ich würde jetzt ja gerne mal wissen, was dieses Gesinge da soll. Da geht's auch wieder nicht lang. Das heißt, ich muss mal hier oben. Schön alles kaputt klopfen. Hier sieht's doch etwas zivilisierter aus. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aha! Hui! Boom. Ich leg mich ständig nur aufs Maul. Hui! Well. No point explaining what happens next, right? Stirb! Hättest du so lange da stehen bleibst. Stirb! Da ist was. Interessant. Was ist dies? Ein ledergebundenes Notizbuch. Kid ain't coming home empty-handed. Ich hab doch den Kern eh, oder? Für Infos. Backdrücken.
das war falsch. Genau. Ein ledergebundenes Notizbuch. Ein Andenken. Ein abgegriffenes Buch, verfasst in traditioneller Ural-Handschrift. Oh, vielleicht ist das ja für Sulf interessant. Zwischen den wirren Notizen finden sich auch unentzifferbare wissenschaftliche Skizzen, Pläne und Formeln. Da bin ich doch mal gespannt, ob der gute Sulf damit was anfangen kann. Das wäre ja cool, wenn wir dadurch irgendwie neue Upgrades kriegen würden oder so. And besides, it's like the song goes. Da sitzt wieder jemand. Hallo, schöne Maid. Sängerin. They'll be here before too long. Die Sängerin hat sich bereit erklärt, zur Bastion zurückzukehren. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Zolf never thought he'd see a fellow Ura again. Ach, eine andere Ura. Sag doch, es freut ihn. We become fast friends. Calamity has that effect on people. Sind schon ein tolles Grüppchen. But there was more to be done. There was one last core to find. One last core to find. Ich warte und rede erstmal mit allen. Sia! Sprich mit Sia über die alten Gewürze aus dem Schmelztiegel. Der Verzehr dieser Gewürze war in der Stadt eine Art Initiationsritus. Möchten die Ura das? Most of the Ura never got a taste of Ceylandia's fine goods. Unless they were born and raised in the city like Zia here. Bringt uns nicht so viel. Sheriff Stern. Girl tried to run away from home one time. But the marshals stopped that, didn't they? Keine Ahnung. Ledergebundenes Notizbuch. So many secrets in there and she can't even read it. Her father's own journal. Das ist ihres Vaters. Eine verschwundene Vaterfigur auch noch. Wie tragisch. Rux, erzähl mir was. If only I'd known half the secrets of the Calamity were tucked away in that book, I'd have worked a translator right away. Wir kommen der Sache. Entschuldigung. Also auf den Grund. Zolf. A scientific journal written in Zolf's native tongue. He learned so much from it. Too much. Interesting. Moment! Der Kern. Kid surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. Und schwuppsdiwupps. Fundament, Gedenkstätte, es bleibt ja nichts anderes mehr übrig. The memorial. Here kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Cool. Du hast noch nicht eingelöste. Abbrechen. Dann lösen wir das. The valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Cool. Oh, das gibt aber ganz, ganz viele Sachen. Naja. Words can't express what happened, but they're all I got. Wir gucken doch mal in der Schmiede. Ah, wir haben kaum mehr was Tolles. Bringerbogen. Ja. Pfeile verursachen Schaden über Zeit. Auch nicht schlecht. Kid packs a special surprise in every one of those arrows. Good question. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir probieren uns nochmal. We track the final core beyond the city to the wilds. An einem der Herausforderungen machen wir doch mal den Schrottplatz. Mit dem Hammer. The city's unwanted things all met their end in the yard. Gut, das kennen wir eigentlich schon. Folks have fouled up will do their time here, smashing things to bits. Schauen wir uns mal an. Zerstöre 100 Objekte. The quicker they worked, the sooner they could go. Ja, hier müssen wir also nur Sachen zu Klumpen schlagen. Folks learn to plant their feet and put their backs into it. Das ist doch ganz nach unserem Geschmack, alles zu klumpen. Ich bin gespannt, wie gut ich da jetzt abschließe. Oh
good day smashing. Zweiter Preis. Lass mich raten, 30 Sekunden ist der erste Preis. Hm? Unter 27, na doch noch ein bisschen entfernt. Dann holen wir uns etwas Schweres. Das kennen wir schon. Und etwas Verkehrtes. Das können wir uns angucken. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Ein ungewöhnliches Felsbruchstück, das vor der Katastrophe unbekannt war. Es krümmt sich bei der leichtesten Berührung, fühlt sich aber dennoch härter als Knochen an. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir noch was für unsere tolle Flint kriegen. Ich bin ja mal gespannt. Haben wir das schon gemacht? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ever wanna just smash things for a while? You know where to go. Das ist gut zu wissen. Gucken wir doch gleich mal, ob wir das aufrüsten können. Das ist auch schon wieder gesperrt. Können wir nur den Hammer noch aufrüsten? Ne, das spare ich mir noch. Und guck mal, ob ich jetzt noch was Cooles für unsere Schrotflinte holen kann. Ever felt a soul wood gourd like picking up broken glass barehanded? As old wood grove, marshals learn to make every shot count. Das heißt, ich muss hier wieder mit einer bestimmten Anzahl Schüsse, oder? Einigen wenigen Schüssen. The trick was to pop all those nasty gourds without wasting ammo. Most marshals didn't get far on the first few tries. Keine Ahnung, ich gehe da glaube ich gerade extrem ohne Plan ran. Funny thing about muskets is they work best up close. Also der Trick ist hier quasi, Dinger aus nächster Nähe abzuschießen und möglichst schnell Richtung Rand zu bewegen. Das war bestimmt ziemlich schlecht. They took a keen eye. Zweiter Preis, trotz allem. Na super. Wie viel brauche ich für das andere? 15. Boah, ich war doch gar nicht so schlecht, hä? Etwas Übles. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Ein hochgiftiger, mit Kesselrückständen getränkter Lumpen. Dieser übel riechende Treibstoff fällt lange vor und verbrennt rückstandslos. Ich will wissen, was ich bekommen habe. Oder was ich aufwerten kann. Dann würde ich auch sagen, beenden wir den Part. Marshals did more than just stand around shooting, of course. Beziehungsweise, ich lasse euch da glaube ich ein bisschen zappeln und wir sehen einfach im nächsten Part, was ich daraus bekommen werde. Ciao!